Und da sind wir schon wieder. Schon wieder eine Woche rum in diesem Jahr. Die Zeit rast. Es ist echt schlimm. Wie ging es euch die Woche? Habt ihr die gut überstanden? Oder schlicht die Zeit so vor sich hin? Das ist auch immer sehr widerlich. Ja, nichtsdestotrotz haben wir in dieser Woche wieder ein schönes Buch für euch, das wir euch vorstellen möchten. Das Ganze ist ein Jugendbuch. Es handelt sich dabei um dieses schöne Buch hier. Wurde geschrieben von Eowyn Colfer. Eowyn. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ich hoffe, eins davon war jetzt richtig. Ist vielleicht ein Promi-Kind gewesen, man weiß es nicht, der Autor. Denn wir wissen ja alle, Promis geben ihren Kindern immer sehr ausgefallene Namen. Ja, das Ganze ist der erste Teil einer Reihe, nämlich der Artemis Fowl-Reihe. Artemis Fowl ist ein wirklich sehr brillanter, junger Krimineller, der in die Fußstapfen seines Vaters treten möchte. Das Buch ist bereits 2001 erschienen, ist schon etwas länger her, im List Verlag damals, beziehungsweise jetzt im List Verlag. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Und was sich in diesem hübschen Paket hier befindet, dazu kommen wir auch noch, ist auf jeden Fall eine nette kleine Überraschung für euch. Gut, ja, Artemis Fowl. Wie gesagt, ein kriminelles Genie. Wie genial er ist und wie schlau er ist, das werdet ihr auf jeden Fall gleich noch heraushören, wenn ich euch einen Teil aus dem ersten Kapitel vortrage. Worum geht es Artemis? Natürlich kriminell, man weiß, ja, ne? Also, es ist schon ein echt cooles Buch, denn ich erzähle euch, wie gesagt, gleich noch mehr. Und es ist so cool, dass ich mir bereits den zweiten Teil auch gekauft und gelesen habe. Und den werde ich euch auch noch in der nächsten Zeit vorstellen. Gut, worum geht es Artemis? Artemis kommt aus einer langen, langen Verbrecher-Tradition. Die Familie ist schon immer recht kriminell veranlagt gewesen, auch sein Vater schon. Und seine Vorfahren, da haben die sich mittlerweile ein riesiges Vermögen aufgebaut. Das allerdings ist schon wieder ziemlich geschrumpft, vieles davon nicht mehr übrig. Deswegen besinnt sich Artemis diesmal auf eine ganz besondere List. Und zwar geht es ihm darum, er möchte dem Untergrundvolk Gold stehlen. Und das will er auf eine furchtbar raffinierte Art und Weise machen. Das Problem dabei ist nämlich, dass das Untergrundvolk ja der Magie mächtig ist. Dementsprechend legt man sich natürlich nicht so gerne mit solchen Leuten an. Ja. Und um mehr über dieses Untergrundvolk herauszufinden, also dieses Untergrundvolk, dazu zählen eben Feen, Elfen, Trolle, Zwerge, was es da alles so gibt. Dementsprechend auch Zentauren zum Beispiel, also mystische Wesen im Allgemeinen, auch sehr interessant. Und dementsprechend ist es natürlich schwer, er muss sich einen guten Plan überlegen, um die zu überlisten. Und er ist der Meinung, den hat er auch. Und ja, also es ist so, er entführt dann eine Elfe namens Holly Short. Holly Short ist Mitglied der ZUP, der zentralen Untergrundpolizei. Und sie ist dort in der Aufklärungseinheit, also quasi eine Eliteeinheit der ZUP. Gerät dann in diese Fänge von Artemis Fowl, womit er dann eben das Untergrundvolk erpresst. So, ich lese euch mal einen kurzen Teil daraus vor, wie gesagt, aus dem ersten Kapitel. Wir beginnen heute mal mit dem Prolog, denn der ist diesmal auch eigentlich ganz interessant. Deswegen starten wir heute mal damit. Und zwar, wie soll man Artemis Fowl beschreiben? Verschiedene Psychiater haben es versucht und sind gescheitert. Das größte Problem dabei ist Artemis Intelligenz. Er trickst jeden Test aus, den man ihn unterzieht. Er hat die gelehrtesten Mediziner zur Verzweiflung gebracht und so manche von ihnen sind in ihren eigenen Irrenhäusern gelandet. Artemis ist zweifellos ein Wunderkind. Doch warum widmet sich ein solches Genie kriminellen Aktivitäten? Diese Frage kann nur ein einziger Mensch beantworten, doch der zieht es vor, zu schweigen. Der beste Weg, ein zutreffendes Bild von Artemis zu zeichnen, besteht wohl darin, die mittlerweile berühmten Geschichte
berühmte Geschichte von seinem ersten verbrecherischen Unterfangen zu erzählen. Ich habe diesen Bericht aus persönlichen Interviews mit den Opfern zusammengestellt und im Verlauf der Erzählung werden Sie erkennen, dass dies alles andere als einfach war. Die Geschichte nahm vor einigen Jahren ihren Anfang, zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Artemis Fowl hatte einen Plan ersonnen, um das Vermögen seiner Familie zurückzugewinnen. Einen Plan, der Zivilisation zerstören und den Planeten in einen Krieg der Völker stürzen konnte. Damals war er 12 Jahre alt. Kapitel 1. Das Buch. Ho Chi Minh City im Sommer. Unerträglich heiß und drückend. Artemis Fowl hätte selbstverständlich solche Unannehmlichkeiten niemals auf sich genommen, wenn nicht etwas ungeheuer Wichtiges auf dem Spiel gestanden hätte. Etwas, das mit dem Plan zusammenhing. Die Sonne war nichts für Artemis. Ihr Licht stand ihm nicht. Lange Stunden zu Hause vor dem Bildschirm hatten die Farbe aus seinem Gesicht vertrieben. Er war bleich wie ein Vampir und beinahe ebenso lichtscheu. Ich hoffe, das ist nicht wieder ein Reinfall, Butler, sagte er mit leiser, scharfer Stimme. Vor allem nach der Sache in Kairo. Es war ein sanfter Tadel, denn zuvor waren sie aufgrund des Tipps eines Informanten von Butler bereits nach Ägypten gereist. Nein, Sir, diesmal bin ich sicher. Nguyen ist ein zuverlässiger Mann. Grummelte Artemis zweifelnd. Die Vorübergehenden wären erstaunt gewesen, wenn sie gehört hätten, wie der riesige Eurasier den Jungen mit Sir anredete. Schließlich befand man sich im dritten Jahrtausend. Doch dies war keine gewöhnliche Beziehung und die beiden waren keine gewöhnlichen Touristen. Sie saßen in einem Straßencafé an der Dong Kai Street und sahen zu, wie die Jugendlichen aus dem Viertel mit ihren Mopeds um den Platz kreisten. Nguyen war unpünktlich und der armselige Fleck Schatten, den der Sonnenschirm spendete, verbesserte Artemis' Laune auch nicht gerade. Doch das war nur sein üblicher Pessimismus. Unter der Muffeligkeit verbarg sich ein Funken Hoffnung. Würde diese Reise tatsächlich Erfolg bringen? Würden sie das Buch finden? Er wagte es kaum zu hoffen. Ein Kellner kam an ihren Tisch geeilt. Noch etwas Tee, die Herren? Fragte er unter hektischen Verbeugungen. Artemis seufzte. Ersparen Sie mir das Theater und setzen Sie sich. Instinktiv wandte der Kellner sich an Butler, der ja schließlich der Erwachsene war. Aber Sir, ich bin doch der Kellner. Artemis klopfte ungeduldig auf den Tisch. Sie tragen handgearbeitete Schuhe, ein Seidenhemd und drei goldene Siegelringe. Ihr Englisch hat einen Hauch von Oxford-Akzent und ihre Fingernägel schimmern wie frisch manikürt. Sie sind kein Kellner. Sie sind unser Kontaktmann Nguyen Xuan und sie haben diese lächerliche Verkleidung gewählt, um uns heimlich auf Waffen zu überprüfen. Nguyen ließ die Schultern hängen. Das stimmt. Unglaublich. Kaum. Eine zerfranste Schürze macht noch keinen Kellner. Nguyen setzte sich und goss etwas Pfefferminztee in eine kleine Porzellantasse. Und was die Waffen betrifft, fuhr Artemis fort, so trage ich keine. Butler hat eine Sig Sauer in seinem Schulterhalfter, zwei Wurfmesser in seinen Stiefeln, eine doppelläufige Derringer in seinem Ärmel, Bügeltraht in seiner Armbanduhr und drei Betäubungsgranaten in diversen Taschen. Habe ich etwas vergessen, Butler? Den Knüppel, Sir. Ach ja, ein guter alter Totschläger unter seinem Hemd. Nguyens Hände zitterten, als er die Tasse zum Mund führte. Keine Sorge, Mr. Xuan, sagte Artemis lächelnd. Die Waffen sind nicht für Sie bestimmt. Nguyen wirkte nicht überzeugt. Nein, fuhr Artemis fort. Butler könnte sie auch ohne seine Ausrüstung auf 100 verschiedene Arten umbringen, obwohl eine sicher ausreichen dürfte. Nun gruselte sich Nguyen Xuan wirklich. Diese Wirkung hatte Artemis auf die meisten Leute. Ein bleicher Junge, der mit der Autorität und dem Wortschatz eines Erwachsenen sprach. Nguyen hatte den Namen Fowl schon gehört. Wer in der internationalen Unterwelt kannte ihn nicht?
Doch er war davon ausgegangen, dass er es mit Artemis Senior zu tun haben würde, nicht mit seinem Jungen. Obwohl das Wort Junge kaum zu diesem blutleeren Wesen passen schien. Und dann dieser Riese, Butler. Es war offensichtlich, dass er mit seinen Pranken das Rückgrat eines Mannes wie einen Zweig zerbrechen konnte. Nguyen kam zusehends zu dem Schluss, dass kein Geld der Welt es wert war, auch nur eine Minute länger in Gesellschaft dieser seltsamen Gestalten zu bleiben. »Kommen wir zum Geschäftlichen«, sagte Artemis und stellte ein Aufnahmegerät auf den Tisch. Sie haben auf unsere Internetanzeige geantwortet. Nguyen nickte und betete im Stillen, dass seine Informationen stimmten. Ja, Master Fowl, das, was Sie suchen, ich weiß, wo es ist. Wirklich? Und das soll ich Ihnen einfach so glauben? Sie können mich ebenso gut in einen Hinterhalt führen. Meine Familie hat nicht nur Freunde. Butler fing mit bloßer Hand eine Mücke, die neben dem Ohr seines Herrn herumschwirrte. Nein, nein, sagte Nguyen und griff nach seiner Brieftasche. Hier, sehen Sie! Jetzt seht ihr, dass der Junge es faustdick hinter den Ohren hat. Ist also nicht leicht zu überlisten und äußerst misstrauisch noch dazu. Apropos Mücke, die neben dem Ohr herumschwirrt. Die dachte sich, sie könnte es der Mücke gleich tun. Ja, das ist also der erste Teil. Und bei dem Buch geht es um das Buch, das jede Fee hat. In diesem Buch stehen die Rituale, Gebräuche und quasi auch die Gesetze der Unterwelt, der Unterwelt Lebenden. Und das sollte eigentlich kein Sterblicher bzw. kein menschliches Wesen in die Hand bekommen. Sie kommen aber dann an ein solches Buch und ab da wird es wirklich schwierig, denn es ist zwar auf Elfisch oder der Sprache der Unterwelt, aber es gelingt eben Artemis auch einen großen Teil davon zu übersetzen. Ja, damit rechnet aber keiner aus der Unterwelt und deswegen kann er immer wieder ein kleines Schnüppchen auch schlagen. Nichtsdestotrotz, wirklich ein sehr gutes, wirklich schönes Buch. Kann man auch wirklich als Erwachsener lesen. Sehr gut. Ich gebe dem Buch, lass mich kurz überlegen. Ich gebe dem Ganzen, ach, ich sehe gerade, hier sind auch mal wieder nette kleine Kommentare hinten drauf. Jede Menge Schlachten und schöne Einfälle. Ein echter Page-Turner. Ach, jetzt hätte ich beinahe Page gesagt. Page-Turner, schreibt der Stern. Und die Zeit schreibt ein Riesenerfolg. Ja, ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall 9 von 10 Kaffeetassen. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und werde euch in der nächsten Zeit dann eben auch den zweiten Teil vorstellen. Kommen wir aber auf jeden Fall noch zu dem, was sich in der Kiste befindet. Ihr erinnert euch sicherlich, die Kiste, die ich euch eben schon gezeigt habe. Darin befindet sich... Ich mach's mal ganz spannend hier. Ich pack das erstmal schön aus und stelle es neben mich und ihr seht nicht, was es ist. So. Natürlich ein Buch. Aha, aber nicht nur. Dieses Buch gehört zu einem Gesamtpaket und das ist das Gewinnspiel für diesen Monat. Und wenn ihr dieses Buch seht, wie es heißt, es ist ein kleines Buch, es geht um Süßigkeiten selber machen, dann könnt ihr euch schon vielleicht denken, auch was das nächste noch sein wird, was eben dazugehört. Ich muss das mal gerade irgendwie hinlegen, das ist ein bisschen problematisch. Und zwar handelt es sich um diese schöne Maschine der Firma Rosenstein und Söhne. Und dort geht es darum, dass man selber Süßigkeiten machen kann. Und zwar Gummibärchen und aus Schokolade, je nachdem, was man eben möchte. Da sind dann verschiedene Formen drin. Sieht man hier, ne? Hier im Kreis sind dann Formen wie Fische und Beeren und auch diese Würmer oder Schlangen, wie man sie eben kennt. Und das schöne Stück gibt es in diesem Monat zu gewinnen, zusammen mit diesem Buch. Schön, oder? Ich finde das total toll. Eine von euch wird auf jeden Fall, ich packe das mal schön wieder zurück in den Karton, gleich, und
Dieses Schöne gibt es auf jeden Fall für einen von euch zu gewinnen oder eine. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und natürlich losen wir das Ganze aus. Dazu wird natürlich mal wieder ein schönes kleines Rätsel fällig. Und das Rätsel lautet: Ich wandle mit dir Tag und Nacht im Sonnen- und im Mondenschein. Auf leisen Sohlen schleiß ich. Ich fange nochmal an. Ich wandle mit dir Tag und Nacht im Sonnen- und im Mondenschein. Auf leisen Sohlen schleich ich sacht, bald vor dir her, bald hintendrein. Hinab ins Tal, hinan den Berg, bald wie ein Ries, bald wie ein Zwerg. Wer oder was bin ich? Ist schon ein bisschen schwerer dieses Mal, oder? Ich denke schon. Das Ganze gilt, es zu beantworten bis zum 26. diesen Monats. Und wir lösen es dann am 28. diesen Monats auf. Wir wünschen euch natürlich viel Glück dabei. Alles Weitere findet ihr natürlich, wo ihr euch nochmal informieren könnt. Die Laufzeit, das Rätsel an sich, die Teilnahmebedingungen, die Verlinkungen, dass ihr euch informieren könnt, auch zu dem Buch nochmal, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Packen wir euch alles da schön rein. Auch Infos zum Buch nochmal. Falls wir auch etwas vergessen haben, falls ihr selber noch Fragen habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare, wenn ihr das Buch schon gelesen habt und diese Reihe auch super toll findet oder sonstige Kommentare oder Anregungen habt, schreibt uns alles in die Kommentare. Wir sind voll dabei, wir beantworten das auch total schnell. Meist. Und ich sehe euch auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Freue mich riesig auf euch und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, macht es gut. Ciao.